Nein, ist das egal. Tada! Wir haben jetzt ein Foto mit Stitchy gemacht. Das war so schön. Es ist richtig kalt. Es ist wirklich kalt. Es hat gerade noch genieselt weiter. Ja, mal gucken. Es ist auch noch nicht so spät, aber ich bin echt gespannt. Wie das heute Abend sowieso auch noch nicht dunkel. Aber ja, das war so schön. Stitchy ist so süß. Gucken wir mal. So, einmal dieser Adventskalender. Aber ich weiß gar nicht, ach, irgendwie bewegt sich die Uhr. Keine Ahnung. Irgendwas passiert hier. Hier steht ja was. Emporium Boutique Mess. Man sieht dann, welches Türchen offen ist. Nein, das Türchen. Wahrscheinlich ist das die. Hä? Keine Ahnung. Also das steht ja, dass man in einen von diesen Läden gehen soll, ne? Ja. Werden wir später mal gucken. Und das glitzernde Schloss. Wieder einmal. Ja, gerade kam eine Durchsage. Es ist ganz komisch, dass so viele Leute irgendwie nach Hause gehen. Es kam eine Durchsage, dass ja, komplett der Verkehr jetzt auch von hier lahmgelegt ist. Das heißt also, man kommt hier nicht weg. Und ja, das ist ja echt heftig, ne? Ich meine, das ist ja außerhalb, kommst du überhaupt nicht, wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren willst. Und hier ist ja direkt ein Bahnhof. Das heißt, viele kommen auch natürlich dann mit der Bahn. Ach, krass, ja, die werden sich irgendwie wahrscheinlich was einfallen lassen müssen. Zur Not müssen irgendwelche Busse oder so fahren, keine Ahnung. Aber schon heftig, das heißt, der Park wird vermutlich echt leer sein später. Ja, schauen wir mal. Wir waren kurz auf den Tässchen drauf. Und es ist natürlich am Nieseln. Da ist die Katze von Alice im Wunderland, das Schlüssel. Ich glaube, das ist sogar zu. Da darf man gar nicht laufen. Und hier wieder Christmas-Dekoration. Oh mein Gott. Ja, oh, ist das schön. Das ist so richtig nostalgisch, ne? Guck mal. Da ist die alte Mickey drauf, aus Holz. Ach, und diese Bäumchen. Bis 17 Uhr hat hier Santa. Wie spät haben wir es denn? Vielleicht gehen wir zu Santa? 60 Minuten? Nein. Wir gehen nicht zu Santa. Aber sehr schöne Deko. Die Piraten haben 5 Minuten angeschlagen, also gehen wir jetzt da rein. Piraten gehen immer, wa? Immer. Und es ist schön muckelig warm da drin, wenn man durchs Wasser fährt. Und man wird abgeschossen, also ein Foto bekommt man. Das finde ich auch richtig gut. Und es ist echt toll, wenn man hier durch den Wartebereich so gehen kann. Ich weiß gar nicht, warum das so unbeliebt ist. Wir sind ein bisschen spooky unterwegs hier. Es ist hier. Pass mal, vielleicht kommen wir da unten an. Und da ist. Nein, da ist niemand. Nein. Hör auf. Nee, da sind Leute. Es ist doch was. Oh, war ja klar. Es ist schon was los. Das ist übrigens auch schön hier. Was? Ja, links können wir gehen. Wenn wir rechts gehen, sitzen wir im ersten Boot. Ist ja egal. Ach so, warte. Ja, du wolltest doch links gehen. Okay, mein Gott. Bei den Piraten. Und wir sitzen ganz vorne. Ich glaube, man sieht gar nichts. Aber ja, wir sitzen ganz vorne. Jetzt habe ich Angst. J'aimerais bien une parole de pirate. Tu peux toujours chercher Capitaine Jack Sparrow. Tu ne trouveras jamais le trésor. Oh, 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 oh. Das Coole in der ersten Reihe zu sitzen ist, man, naja, sieht alles ganz toll, aber das Problem ist, man taucht auch tiefer ins Wasser ein. Ja, bis jetzt haben wir es eigentlich ganz gut überlebt. Ja, wow, wow, wow. Jetzt geht's runter. Jetzt geht's runter. Und da wird das Foto gemacht. Hui. Jetzt wird es gruselig. Es ist kein Wasser reingekommen. So schwer schienen wir noch nicht zu sein.
geschafft, in der ersten Reihe ein Foto. Yay! Ich habe die Frau extra gefragt, dürfen wir in die erste Reihe? Und sie hat uns da hingesetzt und wir hatten erstmal überlegt, so, oh verdammt, vielleicht sind wir zu schwer und das Boot taucht tiefer ins Wasser ein. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Und boah, jetzt ist es so richtig unangenehm kalt und voll windig. Oh mein Gott, es ist noch nicht mal 17 Uhr, das wird ja eine krasse Nacht. Aber es ist trotzdem schön, ich weiß nicht, ich freue mich. Auch wenn ich friere und es regnet, ich freue mich irgendwie total. Guckt euch mal an, wie unglaublich windig es ist. Hoffentlich hört man noch was. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Ja, jetzt stehen wir hier auf der Main Street und die Leute warten schon auf die Parade. Die läuft in, okay, 5 Minuten noch. Wir stehen hier schon seit 10 Minuten, um diesen Platz zu verteidigen. Ja, es ist halt schwierig, aber es ist kalt. So kalt. Nur die Harten kommen in den Garten. Ich muss bis 1:30 durchhalten.
jetzt der Abschluss, das Highlight. Frozen. Oh nein, es regnet. Scheiße. Jetzt kommen Elsa und Anna und kurz die Menschen und ich würde die Kamera nicht lassen. Natürlich regnet es. Ja, warum? Warum nicht, ne? Es regnet. Aber egal. 5 Minuten Wartezeit. Wir werden dann halt ein bisschen uns aufwärmen da drin. Oh mein Gott. So lange genießen wir den wunderbaren Ausblick. Jetzt Achterbahnfahren ist auch geil, ne? Bei dem Regen. Aber wenn da nicht viel los ist, machen wir das tatsächlich. So ein bisschen Wasser ins Gesicht. Ja, ja. Ha, das ist halt Wetter. Sérieux? Et de ces prétendants, moi, chanceux. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. It appears everyone is doomed at Phantom Manor. Even you. Have you noticed this? This chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. D'ailleurs, il n'y a ni porte ni fenêtre. Par où sortir? Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. Deko sein, aber ehrlich gesagt, die rettet mir hier voll das Leben jetzt mit dem Regen. Weiter geht's. Yay, weil es regnet, 5 Minuten Wartezeit bei Big Thunder Mountain. Wir bekommen Regen ins Gesicht. Yay, aber egal, wir können das fahren. Oh mein Gott, das schüttet echt so extrem. Ey, das ist so krass. Ist natürlich doof, dass wir die ganze Zeit hier trotzdem. Ey, das kann ich. Boah, ich habe das noch nie erlebt, dass hier standen immer Leute an der Treppe. Das ist das erste Mal. Da wird keiner sein. Da fahren wir vielleicht allein. Das wäre ja krass. Das wäre echt krass. Ich bin so gespannt jetzt. Oh mein. Ja, es ist so. Voll. Es schüttet wirklich richtig heftig. Und deswegen haben wir, wie viele andere auch, überlegt, dass wir jetzt erstmal ins Disneyland Hotel gehen und ja, oh, wie schön, die Dekoration noch mal angucken, die haben wir uns noch nicht angeschaut und die machen das hier natürlich richtig, richtig schön, ne? Also hier so ein Häuschen aufgestellt. Ja, wir müssen jetzt warten bis 20:30 Uhr, es ist so kurz vor 7 und erst dann können wir rein. Es sind total viele Leute, die schon draußen in der Warteschlange stehen.
Aber ich habe da keinen Bock. Es regnet, es ist kalt, wir sind richtig nass mittlerweile. Oh mein Gott, wie schön. Eine Bahn. Oh, hier gibt es ja was zu entdecken. Und der Weihnachtsbaum natürlich ein bisschen schöner als im Port Baker. Ja, sehr schön. Wenn man hier einmal so rum. Oh, ein Klavier. Sehr schön. So, wir sind drin. Es hat keine 3 Minuten gedauert, aber ich glaube, dass sie die Disneyland Hotelgäste und so früher reingelassen haben. Oder dass, also andere stehen da, die vom Parkplatz halt gekommen sind. Finde ich echt heftig. Naja gut, wir haben eine Tüte erhalten. Was ist da drin? Hast du schon geguckt? Okay. Kleber. Kleber? Mach Kleber. Ja, also für Fenster oder so. Oh, okay. Ja, das wird dann nass, ne? Schön. So, jetzt gucken wir mal. Was? It is time to gather in front of this beauty castle. Disneyland Park celebration. Yeah. Our voyage back in time will begin in a few minutes. Thank you. Ah, okay, die erste Frühlingsshow fängt gleich an. In a few minutes heißt bei denen, weißt du, 20 Minuten. Ja. Der Baum, die Main Street. Ach, was schön. Ja. Dann gucken wir mal, wie es jetzt wird. Oh, das Schloss. Ich sehe schon. Voll schön beleuchtet. Das ist jetzt hier das Logo hier von dem Event, glaube ich, da hinten, genau. Und einmal eine schöne Beleuchtung. Schauen wir mal. Eröffnungszeremonie, wie auch immer, keine Ahnung. Das war das erste Thema, Frühling mit Mary Poppins. Und Mary Poppins ist meine Heldin gewesen damals. Ja, früher, oh, Halloween. Kürbisse und so, kann man Fotos machen. Ui. Ja, sehr cool, aber da machen wir jetzt kein Foto, ne? Ja, hier im Frontierland ist Halloween. Läuft auch Halloween-Musik und man kann halt Fotos machen mit Figuren. Was steht da? Oh, wie cool, die Kuh. Wie heißt die Kuh? Boah, ich bin nicht so fest in... Aber da ist ja kaum jemand. Oh mein Gott, wie cool. Lass uns da schnell hin. Okay, hallöchen. Hallo. Ja, wir stellen uns natürlich jetzt nicht für jeden an, aber hier könnt ihr mal gucken. Und da hinten, da ist Goofy steht da, ne? Genau, im Frühlingsoutfit auch wieder. Ja, da stehen natürlich auch ganz viele Leute. Also ich glaube, für alles kann man sich jetzt nicht anstellen, das macht keinen Sinn. Herbst, Herbst, ja, Herbst, Herbst, Herbst. Aber hier einmal
Der Goofy. Hey, guck mal, wer da ist. Max. Der wartet noch auf seinen Auftritt. Wird angewiesen. Haha, krass. Ja, auch cool. Ja, wir laufen erstmal weiter, ne? Yeah, hier ist schön beleuchtet. Mal gucken. Jetzt sind wir mal kurz in die andere Welt gegangen. Gucken wir mal, was hier so los ist. Ah, wer denn hier zum Fotografieren bereit steht. Da ist auch wieder irgend so ein Meet and Greet mit. Wer steht da? Ach, Mini im Safari-Outfit. Mini im Safari-Outfit. Ja, mal Chip und Chap im, auch in so einem Safari-Outfit. Ja. Uhu. Wie spannend, das Piratenschiff. Eigentlich ist das ganz schön ruhig jetzt so, ne? Da sind keine Menschen, weil die stehen alle für Figuren an. Jetzt läuft schon die 21 Uhr Show, also die Sommershow. Das war damals, das hatte ich ja auch gevloggt, Safari und ja, mit den ganzen Tänzern. Cool. Und das Schloss leuchtet immer noch so. Müsste es knallen. War das ja mit diesen Luftschlangen, ne? Und hier haben sie es jetzt mit Feuerwerk gemacht. Mega. Ah, wie cool. Ah, wie schön. Das ist natürlich auch der Balloon, man sieht ihn ja kaum. Der kann nicht, glaube ich, der darf nicht winken, da muss ich festhalten. Yay! Doch, der darf winken. Da hat er jetzt gewunken, verdammt. Nur nicht uns. Ach, was schön. Ja, man muss sich hier ranhalten, sonst schafft man das alles nicht. Also das Problem ist, jede Stunde ist eine Jahreszeit und ja, man muss sich echt reinhalten. Ne? Also so Fotos machen, irgendwelche Attraktionen fahren und so, funktioniert irgendwie nicht. Ja, wir dürfen das nächste nicht verpassen. Ja, voll krass, ne? Jetzt ist irgendwie, also ich weiß nicht, eigentlich sollte ja alles auf sein, aber irgendwie dann doch nicht. Und da hinten bei den Tassen, die Tassen sind auf und da steht Mary Poppins. Und hier muss auch jemand stehen, weil sonst... Wer ist das? Oh, Klopfer, ne? Heißt er nicht Klopfer? Ja. Oh Gott, wie süß. Guck mal, Klopfer. Ah, wie schön. Jetzt steht sie da allein. Oh, toll. Und guck mal, da ist sogar so ein Tischchen mit einem Kaffeeservice. Ach, was süß. Kannst weitergehen.
Natürlich jetzt auch schön Tassen fahren. Wohin gehen wir denn? Welche Tasse? Die, wir haben ja die freie Auswahl hier. In eine Rosane. Vielen Dank. Das ist echt super. Mary Poppins steht da hinten. Es ist kaum jemand in den Tassen. Wir fahren Tassen. Auf jeden Fall. Oh, ist das schön. Oh, wie schön. Das ist was ganz Besonderes, auch irgendwie nachts da zu sein, oder? Es fühlt sich so an, als wenn man fast alleine wäre. Ach, irgendwie cool. Nachts alleine im Disneyland. So nenne ich das Video, glaube ich. Naja. Aber ich glaube... Aber guck mal, hier haben die... Ah! Die Weihnachtsdeko leuchtet nicht, weil es ist jetzt Thema Sommer. Das ist jetzt die Sommerbeleuchtung. Also hier steht Mini im Cupcake-Outfit oder so, ne? Oh, was schön! Ja. Mal gucken, vielleicht, diese Figuren sind ja noch bis 1 Uhr nachts da. Und wir gucken mal, dass wir vielleicht, ich weiß, später dann noch ein paar Fotos machen. Ja, und jetzt erstmal hier ein bisschen durch die Gegend laufen und gucken. Immer noch bei Vollmond. Jetzt gucken wir mal, jetzt gehen wir mal schön ins, Psycho Smallland. Da träumt man auf jeden Fall nachts noch von. Und da ist auch nichts los, das finde ich super. Dann können wir da mal, vorhin war hier richtig viel los, ne, mit den ganzen Kindern und so. Aber jetzt geht's. Ach. Also es hat sich schon gelohnt hier, der Event. Auf jeden Fall. It's a small, small world. Hui! Da, 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 da. Ja. Oh mein Gott, ein anderer Bunny. Oh, wie schön. Die kleine Süße. Buzzy hat nur 5 Minuten. Ach, was bin ich glücklich. Hier waren auch heute so irre viele Leute. Nicht so wie ja, an gut besuchten Tagen, aber trotzdem viele, viele Leute. Hier finde ich auch den Wartebereich richtig schön. Da ist er. Was? Leid dir! Bis zur Unendlichkeit! Und viel weiter! Yay! Wow! Fahren wir jetzt alleine oder wie? Ich glaube, wir deswegen angerufen, ne? Dass da jetzt jemand kommt. Oh, wie spannend, wie spannend. Ja, auf was leite? Das Problem ist, nächstes Jahr renovieren die das. Dann ist es wahrscheinlich das halbe Jahr zu. Und deswegen muss man jetzt das ein bisschen ausnutzen. Ja, wir fahren alleine. Da ist wohl niemand. Oh mein Gott, wie cool. Yay! We are alone! Yay! Juhu! Ich war hier noch nie alleine, ohne Witz. Und hinter uns sitzt auch keiner. Da ist er. Der Buzzy. So, jetzt sind wir ein bisschen Buzzy gefahren. Und jetzt kommt auch schon die nächste Show. Und das ist Halloween, oder? Ja. Halloween, Herbst, ja, und dann kommt Christmas um 0 Uhr oder so. Ach, mein Gott, wie die Zeit vergeht. Just until the check is hot. You think you have a fever, but it's never that you.
jetzt mal ein bisschen Pause machen. Aber so leer war das hier auch noch nie. Ah, ist das schön. Ich finde das Event richtig gelungen und das ist wirklich alles perfekt gemacht. Ich muss ja zugeben, ich kann mich jetzt gerade kaum halten. Aber egal, es geht weiter. Einmal nach Schaufenster gucken. Und Chip und Chap steht da? Im Halloween-Kostüm wahrscheinlich, ne? Nein, Bäcker. Ah, Bäcker, stimmt. Okay, das ist auch cool. Mit dem Bäcker-Kostüm. Sehr cool. Oh, wie cool, im Weihnachtskostüm. Unterm Weihnachtsbaum. Ah, wie schön. Ja. All the way, but finally it's too high on the side. Oh, this is a Zahnfleisch, aber eineinhalb Stunden noch. Es kommt noch die Weihnachtsshow und dann, ja, hoffentlich ist es ein bisschen leerer. Dann können wir auch ein paar Fotos machen mit Charakteren oder so. Und noch ein bisschen Achterbahn fahren. Yay! Les petits et les grands, c'est si bon de vous savoir tous réunis. Was von am Schütten. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber jetzt ist 1:30. Wir gehen jetzt alle gemeinsam nach Hause.